Kourtney Kardashian, Megan Fox und Co., Promi-Ladies im Bad Boy-Fieber, Faszination Bad Boy, die ungleichen Paare Hollywoods, die Hollywood-Ladies sind im Bad Boy-Fieber. Kourtney Kardashian, 41, und Megan Fox, 34, liefern aktuell die besten Beispiele für ungleiche Promi-Paare, bei denen man sich fragt, wie sind die eigentlich aneinander geraten? Das Schema ist ähnlich, sie, heiße Hollywood-Schönheit, rebellischer Tattoo-Rocker. Wir haben eine Beziehungsexpertin gefragt, wieso es immer wieder zu dem Die Schöne und das Biest-Phänomen kommt. Die Antworten gibt's in unserem Video. Was reizt die Schöne am Biest? Dass Kim Kardashians Schwester und der Blink-182-Schlagzeuger mehr als Freunde sind, lässt sich seit diesen Turtle-Fotos nicht mehr. Damit haben sich wohl endgültig die Gerüchte um ein Tag-Team-Mächtel zwischen den ziemlich ungleichen Promis bestätigt. Was viele verwundert, was reizt den hübschen Reality-TV-Star, dem Äußerlichkeiten bekannterweise sehr wichtig sind, an dem Bad Boy? Gleiche Fragen kamen bereits bei Beispielen aus der Vergangenheit auf, denke man nur an Pamela Anderson und Kid Rock, Pete Davidson und Ariana Grande, Kate Moss und Pete Doherty oder Carmen Electra. Was finden die Ladies an den tätowierten Musikern mit einer oftmals düsteren oder gar kriminellen Vergangenheit? Sind es die inneren Werte? Im Video schätzt eine Expertin, dass